Da bin ich. Herzlich willkommen. Ein harter Holzsitz. Oh Gott, geht hier direkt los. Ja, ich darf ja meine Maus nicht mehr benutzen. Ich muss immer daran denken, ich habe nur Maus in diesem Spiel und nichts anderes. Meine linke Hand existiert nicht in diesem Spiel. Und damit begrüße ich euch oder dich, vor allem Janus. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück und auch alle anderen, die es im Nachhinein auf YouTube schauen werden. Zurück zu Baphomets Fluch, der Engel des Todes, Teil 4. George ist im Knast gelandet. Es ist auch irgendwann Zeit gewesen, dass auch George mal seine Konsequenzen bekommt, würde ich sagen. George hat seine Lektion verdient, finde ich, dafür, dass er mal einfach stiehlt und manipuliert und Dinge benutzt, die eigentlich nicht seine sind, nur um immer irgendwelchen Weibern aus der Patsche zu helfen oder sich selbst aus der Patsche zu helfen. Okay, wer würde nicht so schlau sein? Ja, also, George hier in the Knast. Und wir hatten zuletzt hier die Ratte angeguckt und ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr angeguckt haben. Doch, da war doch irgendwie so ein Schimmelkäse oder so. Schimmelzeug. Und dann war hier noch die Wache, die gekommen ist. Ja, Janus, du bist auch wieder am Start. Janus hat es eigentlich verdient. Eigentlich müsste Janus ein Geschenk oder irgendwas müsste da eigentlich kriegen für die wahnsinnig tolle Hilfe, die er mir gestern hier gegeben hat im Spiel. Aber bin ich mir immer noch nicht sicher, ob Janus da an die Lösung geguckt hat oder nicht. Aber ja, auf jeden Fall, falls nicht, dann war das schon waren echt gute Tipps dabei. Ohne das wäre ich jetzt nicht im Knast. Janus, du hast irgendwas falsch gemacht, ein oder? Ein harter Holzsitz. Wollen wir es nochmal hören? Ein harter Holzsitz. So, was macht die Ratte? Aha, keine Ratten mehr. Aber dafür was anderes. Ein Bügel. Ein Bügel. Ein kleiner Metallbügel. Und nochmal in das Rattenloch können wir nicht gucken. Was haben wir hier? Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Kann man da ein bisschen dran rumfummeln, oder? Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Vielleicht mit unserem neuen Bügel? Bröckel doch mal. Der Mörtel um den Stein ist locker. Ich muss ihn nur wegkratzen. Da, oh. Jetzt kann ich den Stein aus der Wand ziehen. Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Ja, hat er das jetzt gemacht, oder... Das ist nicht der richtige Weg. Den Stein aus der Wand ziehen. Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Janus, da musst du doch nicht rot werden. Da muss man auch mal... Muss man sich auch mal bedanken. Als Streamerin. So, dass einem so Unterstützung da ist. Die Leute halten einen ja einfach für blöd und gehen ja meistens. Du bist geblieben, Janus. Du bist geblieben. Du warst treu an meiner Seite und bist mit mir durch die Hölle der Rätsel gegangen. Das ist nicht richtig so. Möchtest du vielleicht mit deinem Riemen den Käse nehmen? Nee, weiß ich nicht, was die da von mir will. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe hier rumgebröckelt, dann hat er irgendwie gesagt, der Stein ist jetzt lose und jetzt war's das, oder? Außerdem vergittert. Das ist kein Ausweg. Mhm. Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Hä, was hat er denn jetzt hier? Ach so. Rechtsklick und so. Und da kommt der Brocken. Da kommt der Brocken. Hey, Amerikaner! Nicht gut. Sie kosten mich 20 Lira. Oh nein, wir Aber wurden entdeckt. Das nutzt ihnen nichts. Sie brechen bloß in die nächste Zelle ein. Und jetzt geben Sie diesen Bügel her. Sie könnten sich sonst schneiden. Oh. Und da ist jemand, der Sie sehen will. Mhm. Ich bin Pater Nikolas und das ist Schwester Immaculata. Mhm. Mein Sohn, du hast mehr gelitten, als du verdienst. Da haben sie völlig recht. Aber bedenke, es gibt immer noch andere, die es härter getroffen hat. Ach ja? Also ich habe hier keinen gesehen, der tauschen wollte. Die Nachricht von deiner Festnahme erreichte unser Waisenhaus. Die Kinder wissen, dass selbst die ärgsten Sünder im Angesicht von Liebe und Barmherzigkeit bereuen können. Wirklich? Nett, dass Sie das so sehen. Sie spendeten dieses Spielzeug, um dir die Zeit bis zur Hinrichtung zu vertreiben. Bis zur was? Ich meine, bis zum Prozess. Bis zur Hinrichtung. Von Jenna, diese Murmeln. Von Halil, diese kleine, aufziehbare Maus. Wer ist denn das?
Von Errol dieses Quietschespielzeug. Doch wir müssen gehen. Im Todestrakt gibt es noch einen, der Beistand braucht. Tja, meine besten Wünsche hat er. Und danke fürs Spielzeug. Wollte ich schon immer haben. Auf dem Dach. In einer Stunde. Sei da. Was? Hey, was haben Sie gesagt? Die hat gezwinkert und das war doch Nico. Hinrichtung. Genau, was ich brauche. Das ist doch Nico. Es war doch ihre Stimme. Es ist doch Nico, die Nonne, oder? Ich habe erst gedacht, es ist Anna Maria. Aber es ist, glaube ich, Nico. Die hilft ihm immer wieder aus der Patsche. Und der geht da mit einer anderen schon ins Bett. Und Nico liebt ihn eigentlich wahrscheinlich noch. Oh, Gitch und Nico. Gitch und George und Nico sind doch eigentlich ein viel schöneres Couple, oder? Ja. Naja. Na gut, dann. Okay, was haben wir denn jetzt überhaupt bekommen? Mechanische Maus, quietschendes. Das ist jetzt irgendein Kram, der so. Das erinnert mich so an. Das erinnert mich an die unendliche Geschichte, falls ihr das noch kennt, wo Dingens seine Spielzeuge rausholt und am Ende explodieren die alle oder bringen diese komischen Stehdinger alle zum Fallen. Und es erinnert mich an die Szene bei Harry Potter, wo Harry im Zaubereiministerium war und diese kleinen Dinger rausgekippt hatten, die dann alle biu, 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 biu und so. So ein Kram. Den machen wir jetzt hier bestimmt auch. Die Nonne ist mir suspekt. Klang schon sehr nach Nico. Ja, ich glaube, da ist was im Busch, Leute. Eine kleine mechanische Maus zum Aufziehen. Lassen wir sie mal ein Ründchen laufen. Da, okay. Der Schlüssel für die Maus. Mit dem können wir doch bestimmt sonst was machen. Das funktioniert so nicht. Also ich wäre die Maus. Das funktioniert so nicht. Hä? Die Maus ist aufgezogen und bereit zum Losrennen. Achso, die kann jetzt schon benutzt werden. Wie denn? Mach die durch die Tür. Das funktioniert so nicht. Was ist denn jetzt eigentlich in der Zelle hier? Wir können doch da jetzt durch, oder nicht? Krabbel mal durch das Loch, was du dir da selber gebastelt hast. Sonst sind wir in der Nebenzelle. Das ist doch schon mal was. Vielleicht ist es ja hier anders als drüben. Schöner. Wache. Ach, dann holt er den immer. Ich denke, er rüttelt da an der Tür. Hallo, Martin, moin. Shorts. Was wollen Sie? Ja. Habe ich hier was Falsches gesagt? Shorts muss aus dem Knast. Oh. Er ist von mir begeistert, das merke ich. Vielleicht noch ein bisschen. Die Tür zur Zelle. Ja, das ist gut. Das ist gut, aber das ist irgendwie nicht. Können wir denn, was ist denn hier? Wir gucken mal. Ach so, können wir die Murmeln raus? Eine Handvoll Murmeln. Oh, lang, lang ist's her. Warum haben die uns jetzt den Kram gegeben? Die haben sich doch dabei bestimmt was gedacht. Der Faden sieht nicht so aus, als würde er zu dem Murmelsäckchen gehören. Das ist ein dicker, stabiler Nylonfaden. Die haben sich was dabei gedacht, uns den Kram zu geben. Das Murmelsäckchen öffnet sich. Ein Gummiteil, das redet, wenn man draufdrückt. Was? Was war das denn? Ein Gummiteil, das redet, wenn man draufdrückt. Play with me. Play with me. Was? Hallo, Lenschi. Ach, ja, schön. Okay, dann, ja, basteln wir uns. Ja, wieso, wenn die jetzt aufgezogen ist, kann ich die vielleicht durch das Loch machen? Oder so? Oder durch das Rattenloch? Das funktioniert so nicht. Durch das Rattenloch kann ich doch die Maus bestimmt schicken. Das wäre doch voll die Idee. Ach nee, das geht gar nicht mehr. Mhm. Ein Entwässerungssystem. Eine Rinne führt aus der Zelle. Wie so ein kleines Kind. Ich habe eine Idee. Ja, nein, es war gar keine tolle Idee. Es bringt gar nichts. Ja. Na, vielleicht möchtest du mit dem Stück Stoff den ekligen Käse nehmen. Also mit dem Stoff nimmt er das auch nicht. Was ist hier an der Tür anders als da hinten? Ist da ein Unterschied? Oh. Wir können ihn dann von hier aus beobachten. Heißt das, wir können irgendwas hier machen? Das funktioniert so nicht. So durch das Loch hindurch oder so? Durch das hier durch?
Das funktioniert so nicht. Das funktioniert nicht. Ja, aber irgendwas muss ja funktionieren. Quietsche, quietsche, kleiner Freund. Faden, Murmeln. Eine Handvoll Murmeln. Oh, lang, lang ist's her. Ja. Ich habe jetzt schon nicht mehr viele Ideen irgendwie. Vor allem diese blöden Käse. Vielleicht mit dem Faden und dem Käse so eine Dingsfalle bauen? Wir will ihn ja nicht nehmen. Nimm. Das ist nicht der richtige Weg. Auf dem Tisch liegt ein angeschimmeltes Stück Käse, das sich gerade voll entfaltet. Es entfaltet sich also voll. Pack die Murmel in den Käse. Das bringt ja nichts. Es bringt nichts. Käse geht nicht. Nochmal was an diesem Gulli oder so? Ein Entwässerungssystem. Eine Rinne führt aus der Zelle. Wenn die Rinne, dann können wir doch da vielleicht die Murmeln. Und dann kullern die da so rüber. Die Murmeln sind überall vor der Tür verstreut. Was habe ich jetzt davon? Was soll denn das jetzt? Wenn wir den jetzt holen, rutscht der aus. Wache. Kullert der darauf? Was wollen Sie? Oh nein, er kommt nicht so weit. Ich wollte nur sagen, diese Uniform steht Ihnen gut. Ich glaube, der könnte vielleicht darauf ausrutschen, wenn wir den von da hinten rufen, vielleicht kommt der dann da ein bisschen weiter. Ich probiere das mal aus. Murmelspaß. So, wir kommen mal hierher. Weiß jetzt aber nicht, ob er so nah an den Türen lang geht. Das sehe ich von hier. Ah. Das sieht er auch gar nicht, die bunten Murmeln. Okay. Schnell rüber. Der steht bestimmt gleich wieder auf. Oder hat er sich jetzt das Knick gebrochen? Schnell, durchsuch ihn. Durchsuch ihn doch mal. Ich kriege den Schlüssel gerade so. Oh, oh, das ist aber gefährlich, was er hier macht. Schnell aufmachen. War jetzt aber... Dann haut er dem nochmal richtig schön einen über die Glocke und das war's. Jetzt gehe ich zwar in die Zellen hinein, anstatt zurück, aber... Ja... Kann man hier irgendwas nicht noch holen? Ich habe Angst hier, so lange mich aufzuhalten, solange der Typ da ist. Der steht ja irgendwann wieder auf. Lauf! Lauf! Ich muss was mit der Wache anstellen. Er kann jeden Moment aufwachen. Oh. Dann lieber schnell zurück und das Seil nehmen und die Hände verbinden. Oder Füße oder so. Mit aneinander gefesselten Händen und Füßen geht der nirgendwo hin. Die arme Sau. Gut. Noch was? Ich will nur den Schlüssel klauen. Hast du doch schon. Die Wache ist bewusstlos, aber nicht lange. Ja, hau ihm nochmal richtig schön einen rüber und dann gehörst du genau dahin, wo du bist. Ich könnte schwören, auf diesem Tisch lagen meine Sachen. So, vielleicht müssen wir jetzt unsere Sachen suchen, dann haben wir wieder alles. Oh. Ich hätte die Wache fesseln und knebeln sollen. Hab ich doch. Ja, okay, geknebelt nicht. Also, wir sollen den auch noch knebeln. So, mit dem... Netter Knebel. Dem wird die Brüllerei vergehen. Okay. Also das haben wir auch gemacht. Reicht das? Er hat dann um Hilfe gerufen oder so. Alles klar. Okay. Ich habe hier direkt den Hund vor mir. Ich habe nicht gemerkt. Ich habe den Chat geguckt. Das ist auch gar nicht gruselig. Hallo Hund und ciao Lenny. Wo ist die Glückssalami, wenn ich sie brauche? Die Glückssalami. Kannst du nicht das... Man müsste den Hund ablenken können. Mit der Maus... Ach so, dafür ist es da. Mit dem Quietsche-Dings bestimmt. Schnell, er ist abgelenkt. Ich hab's. Yeah. Okay. Okay.
wenn du das jetzt da ins Futter legst. Keine Chance, mache ich nicht. Okay, das macht er nicht. Kann ich ihn nochmal wieder ablenken? Schnell, er ist abgelenkt. Das funktioniert so nicht. Warum denn nicht? Ein Fressnapf. Sieht leer aus. Ist aber voll süß, wie wir jetzt mit dem Hund eigentlich immer spielen können, oder? Jetzt finde ich ihn gar nicht mehr so gruselig. Ich finde es nur gruselig, wie er da so starr steht. So ein bisschen wie bei Resident Evil, die Hunde. Kannst du dem einfach was geben? Der Köter hat ja scharfe Zähne. Trotzdem muss ich die Dose aufmachen, wenn ich ihn füttern will. Ach so, die Dose ist nicht geöffnet. Eine Dose Corned Beef. Der komische Drehschlüssel scheint zu fehlen. Hier ist dein Drehschlüssel. Der Aufziehschlüssel eignet sich prima, um damit die Dose zu öffnen. Wie die Leute ihm aber halt einfach nur so diese drei Sachen gegeben haben, sich gedacht haben, passt schon, der macht da was draus. Oder haben die schon so weit gedacht? Ich weiß es nicht. Schnell, er ist abgelenkt. Hier, alter Junge, Fresschen. Voll süß, wir spielen mit ihm, wir geben ihm Fresschen. Alles gut, ne? Alles gut. Ich kann dieses Tor nicht öffnen. Dann gehen wir mal ein bisschen hier in die Ecke. Vielleicht ist ja hier auch sogar noch was. Okay. Dann hier raus. Juhu, wo sind unsere Sachen? Oh, hier bin ich also wieder. Ah, die Tür ist das. Aber wo sind die Sachen? Die sehen uns immer noch nicht. Die sind nicht schlauer geworden. Zu. Und ich kann mich nicht drunter durchquetschen. Die sind nicht schlauer geworden. Da steckt ein großer Plan hinter. Können wir wieder das System ausdingsen? Irgendwer hat sich die Mühe gemacht und eine Firewall installiert. Ich komme jetzt nicht rein. Ach ja, wir haben ja das Handy nicht mehr, okay. Ja, dann müssen wir jetzt wohl einen anderen Weg finden. Frage ist halt auch, wie gesagt, wo unsere Sachen sind. Die Wache mit dem Hund ist bald zurück. Das riskiere ich besser nicht. Ach so. Also ganz zurück sollen wir gar nicht. Wir sollen schon hier in diesem Bereich bleiben. Ich weiß halt auch, wie gesagt, nicht, wo das Zeug ist. Ob wir jetzt daran vorbeigelaufen sind, aber da war doch nichts, oder? Okay, da war nichts. Sie ist wahrscheinlich leer. Da können wir ja auch nicht wieder was machen. Und da geht er ja auch wieder nicht raus. Das ist jetzt aber fies. Okay, wir haben das Quietschezeug. Vielleicht können wir von oben irgendwie was von dem Spielzeug runterwerfen. Warte mal. Geh mal hier hin. Ha, jetzt geht das sogar mit dem Efeu. Eine große Weinrebe rankt sich bis zum Dach. Oder Weinrebe. Ist das mein Weg nach oben? Gestern habe ich es noch gesagt. Sie bietet genug Halt zum Klettern. Gestern habe ich es noch gesagt, das sieht so aus, als ob wir das noch benutzen können. Solange die Soldaten den Innenhof bewachen, kann ich nicht hochklettern. Kannst du da nicht was hinwerfen? Oder müssen wir unten... Genau, wenn wir unten durch die Tür diese Maus oder so hintun, dann können wir ganz schnell vielleicht... diese Rebe hochklettern. So. Das funktioniert so nicht. Nicht? Ich sehe die Wachen, die dort patrouillieren. So, wenn er kurz die Tür aufmacht und dann hier, Maus. Das ist nicht der richtige Weg. Okay. War voll der gute Plan. Das ist nicht der richtige Weg. Dann mach die Maus da durch. Genau, da geht das. Und ab mit dir, kleine Maus. Bald wird hier Alarm ausgelöst und da will ich lieber nicht in der Nähe sein. Finde ich cool. Oh, wir müssen laufen. Ich glaube, das reicht schon, oder? Ich muss die Wachen dazu bringen, in die andere Richtung zu schauen. Ja, gleich geht ja der Alarm los. Die Maus! Die Maus! Maus ist in das Haus. Ich klettere die Weinrebe hoch und die Wachen sind mit dem Alarm beschäftigt. Yeah!
US von Tomb Raider. So, auf dem Dach. Und wo ist jetzt dieser Priester? Wie weit geht er da jetzt ran? Er soll den nur von weitem mal angucken, aber er geht da immer einfach hin. Was zum? Er war ja klar, weil er da einfach immer direkt hingeht. Und ich kann das ja dann nicht mehr ändern. Ich denke mir dann immer, vielleicht von weitem sagt er was dazu, aber okay. Verkackt. Gehen wir eben hier lang. Ich gehe mal langsam lieber, oder? Ist besser. So nah will ich jetzt auch nicht an dem ran. Was haben wir denn? Quietschewerk-Dings. Genau, vielleicht können wir da was hinwerfen. Nein! So, von hier. Wir haben ja nur das. Aber dann geht er dahin. Was zum... Ja. Also selbst obwohl er es wahrscheinlich gar nicht da benutzen kann, bei der Wache geht er halt direkt dahinter. Und ich wollte das Ding eigentlich so von der Kuppel aus werfen. Aber... Nö. Vielleicht mag Jordi was anderes tun. Können wir an dem einfach vorbeischleichen? Das glaube ich aber auch nicht. Ich denke mir halt, das ist so ein gutes Versteck hier gerade. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schleichen können. Und ich weiß gerade nicht, wie man schleicht. Oder es ist was ganz anderes. Weil wir haben halt noch das hier. Ein Gummiteil, das redet, wenn man draufdrückt. Ah, hier, guck mal, da ist doch was. Ein loser Stein auf dem Dach. Aha, aha. Ein loser Stein auf dem Dach. Pack es da hin. Sprich zu mir, kleines Ding. Ah, perfekt. Oh, er kommt. Wer da? Was zum... Lauf, 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 lauf. Hey, aber der andere kommt doch jetzt da wieder um die Ecke. Hey, danke für die Spielsachen, Schwester. Und was jetzt? Beten wir um ein Wunder? Nein, George. Du Nico! Du bleibst ruhig und fragst höflich. Nico! Pass auf mein Häubchen auf, George. Was soll den Pater Nikolas sagen? Nico! Was machst du denn hier? Dich vor dem Heldentod bewahren. Das weiß ich zu schätzen, aber wie kommst du hierher? In diesem Outfit? Oh, George. Du hast dich so lange nicht gemeldet. Ich war verzweifelt. Da habe ich allem Weltlichen entsagt. Oh Gott, ich meine, du bist wirklich eine Nonne? George, reingelegt. Na, wusste ich doch. So, hast du Lust, baden zu gehen? Mit dir? Immer. Aber wie? Mit dem Drahtseil hier. Ist alles schon vorbereitet. Ja dann, worauf warten wir? Wie in alten Zeiten, was? Auf geht's! Ja! Okay, das war schön, aber warum flirtet er denn sich jetzt so wild durch die Gegend? Wenn er sich so über Nico freut, dann soll er doch gar nicht erst mit Anna Maria. Und so bin ich dann schließlich im Gefängnis gelandet. Tja, da warst du ja ganz schön fleißig, George. Und dieses Mädchen, wie hieß sie doch? Mandy? Angela? Anna Maria. Ist dir nie der Gedanke gekommen, dass sie dich nur ausgenutzt hat? Was? Nico? Sie hat dich nach Strich und Faden verarscht. Merkst du das denn nicht? Nein, merke ich nicht. Sie ist nur ein Opfer in dieser Sache, genau wie ich. Und sie ist wunderbar und fantastisch und das Beste, was mir jemals passiert ist. Und wenn du mir nicht helfen willst, dann kannst du... Okay, okay. Ich wollte ja nur mal sehen, wie sicher du dir bei der ganzen Sache bist. Okay. Nun, ich bin mir sicher. Verdammt sicher. Gut. Nachdem das nun geklärt wäre, George, was sollen wir jetzt tun? Also, wir müssen irgendwie in mein Zimmer zurückkommen. Aber sie ist gar nicht eifersüchtig, ne? Nach Hinweisen suchen. Deine Tarnung ist aufgeflogen, also wird das mein Job. Mal sehen, ob ich uns Zutritt verschaffen kann. Komisch, dass hier keine Polizei rumturnt. Ich wittere eine Falle. Kommst du klar? George, ich mag etwas aus der Übung sein, aber mit so einer Verkleidung, wie schwierig kann das schon sein? Viel Glück. Ich mach's mir bequem und halte den Kopf unten. Ich finde das halt so
Also erstmal von dem Gesicht her, finde ich, sieht sie eigentlich nur aus wie Anna-Maria mit dunklen Haaren. Deswegen dachte ich auch, das sei Anna-Maria und nicht Nico. Und auch krass, wie doll er sie verteidigt, als wäre so richtig krass verliebt in sie. Und als würden die sich halt voll gut schon lange kennen, dabei kennt er die ja erst gefühlte 2 Tage so. Und Nico ja schon voll lange, mit der er voll viel erlebt hat und so. Ich finde es mega schade eigentlich, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Da muss ich als Spielerin auch mal erstmal mit klarkommen, mit diesem ganzen Gefühlsproblem, okay? Jetzt spielen wir einfach mal Nico. Ha! Das ist ja cool. Nico als Nonne. Ja. Ach so. Ja. Ja, kennen wir schon. Gut, vielleicht hat sie ja ein paar neue Informationen für uns, wenn wir jetzt mit ihr reden. Als Nico. Kann ich Ihnen behilflich sein? Zimmer zu vermieten, Empfangsdame. Nicht, dass Sie sowas zu schätzen wüssten, aber bei uns steigen immer die interessantesten Prominenten ab. Oh ja, diese alte Dame, die Krimischriftstellerin, hat sie nicht... Ach, hören Sie doch auf. Ich rede hier von Popstars, Sportlern, Medienriesen, nicht von fetten alten Schreiberlingen. Und wohnen hier denn im Moment irgendwelche Promis? Oh ja. Wir haben Eamon O'Mara hier. Den Eamon. Inzwischen sind wir sogar enge Freunde geworden. Oh. Enge Freunde. Enge Freunde und wie so. Wie romantisch. Mhm. Wie geht's denn Eamon? Eigentlich brauche ich auch nur Eamons Zimmerschlüssel. Ach, kein Problem. Wirklich? Ich kann Ihnen leider nicht verraten, warum, aber ich bin eine Nonne. Sie können mir vertrauen. Ha! Selbst wenn ich Ihnen den Schlüssel gäbe, bekämen Sie es mit Eamon selbst zu tun. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er schreckliche Laune. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er mehr als nur schreckliche Laune. Was meinen Sie damit? Er war tot. Was? Verblichen. Hingeschieden. Aber wie? Hat sich umgebracht. Der arme, arme Junge. Aber ich habe doch noch vor einer knappen Stunde mit ihm geredet. Ja, es kam alles sehr plötzlich. Sein Herz war gebrochen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Übrigens hat er mich gebeten, Ihnen dieses Foto von ihm zu geben. Dann hat er am Ende an mich gedacht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oh ja. Er sagte, alles Liebe für... für meine... die Süße am Empfang. Das hat er gesagt? Naja, so oder ähnlich. Ich erinnere mich nur grob. Dann waren all die Sachen, die er mir gesagt hat, ernst gemeint. All die lieben Worte. Oh ja, völlig ernst. Todernst. Er hat mich wirklich geliebt. Oh, ja. Ja. Von ganzem Herzen. Ich höre nur. Könnte ich jetzt bitte den Schlüssel haben? Natürlich. Und sie glaubt das natürlich und wir haben den Schlüssel. Aber da war doch noch mehr... Kann ich Ihnen behilflich sein? Oder auch nicht. Ja, dann haben wir ja jetzt den Schlüssel. Dann können wir den ja jetzt... Ach nee, wir können ihn nicht. Der Dings, George ist nicht mehr da. Oder ist er noch da? Hm. Haben wir denn hier schöne Blumen? Guck dir die Blumen an. Das Mädchen muss dieses Hotel ausgesucht haben. George hat einfach nicht so viel Stil. Jetzt steht er aber da vorne, dann können wir ihm ja jetzt dort die Schlüssel geben, oder? Das ist nicht der richtige Weg. Ach so. Gut, dann kann sie jetzt einfach hoch. Soll ich raufgehen? Ja, ja, geh mal rauf. Überrascht wohl niemanden, dass die vor meinem Zimmer Wache standen. Wenn sie mich gesehen hätten, wäre ich tot gewesen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg da rein. Durchs Fenster? Ja, warte hier, Nico. Ich will mal sehen, ob ich in den 2. Stock runterklettern kann. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ja, der Janus sagte vorhin noch, was ist besser als eine Frau, 2 Frauen, wenn das so weiterkommt, machen die 200 zusammen. Kommen 200 zusammen. Ja, ja, ja. Ich hoffe, George weiß, was er tut. Und ja, das Spiel ist definitiv angehaucht, mit viel romantischen Gefühlen, oder? Also, das Thema kommt viel mehr vor, gefühlt. Es geht also im Hintergrund viel auch um Liebeleien als um den Tempelritterkram. Natürlich lösen wir ja auch viele Rätsel und so, aber vom Gefühl her war das andere so mehr verwoben ineinander. Was
was den eigentlichen Sinn angeht. Was, können wir jetzt hier einfach aus dem Fenster steigen? Okay, wir können das Fenster hier aufmachen. Warum auch immer. Es muss für irgendwas gut sein. Oh Gott! George, tu's nicht! George! Komm da weg, oh mein Gott. Richtig Angst. Richtig Angst. So, da geht's ja wieder raus. Können wir noch mal ein bisschen hier irgendwie, genau, ins Nebenzimmer? Haben uns ja hier noch gar nicht richtig umgeschaut. Es ist eigentlich aber ganz schön hier, oder? George, mein Junge, du bist ein Glückspilz. Ja, ich glaube, er weiß auch warum. Definitiv. Einfach mal jetzt gerade zwei Frauen am Start. Und Nico ist nicht mal irgendwie neidisch oder eifersüchtig oder irgendwas. Kann er da vielleicht mal durchgehen oder? Okay, wir können durchgehen. Und das ist anscheinend das Klo, aber das Klo ist nix. Hm. Seife, irgendwas Wichtiges hier? Nein. Alles klar, wir können hier einfach nur gucken. Alles klar. Irgendwas im Kleiderschrank, dann bleibt ja eigentlich nur dieser Fensteraufstieg. Ich hab echt Angst, wenn er da so steht. Magst du klettern? Und so? Warum wird mir das denn angezeigt, wenn das gar nicht geht? Das verstehe ich nicht. Ich kann mich einfach nur hier raufstellen anscheinend. Nico, ist sie den ganzen Weg von Paris meinetwegen hergeflogen oder wegen einer guten Story? Das ist die Frage, ne, George? Aber du interessierst dich ja gerade nicht für Nico. Oh, ich kann mit ihr über sehr viel reden. Noch was, das ich nicht verstehe. Dieser Mevlut. Meinst du, er hat dich einbuchten lassen? Nein, er schien wirklich überrascht zu sein, als die Topkapi-Polizei auftauchte. Hm. Hey, ich hab's. Ja, und? Er und Anna-Maria sind zusammen abgehauen. Weißt du, Nico, eines Tages wird dir sowas hier mal zustoßen. Wenn das passiert und es dir so richtig wehtut, werde ich bestimmt keine billigen Scherzchen darüber reißen. Nicht? Na gut, ein paar vielleicht schon. Aus reiner Rachsucht. Warum ist er denn so drauf? Mein Gott, warum ist sie denn so wichtig? Ich hoffe, du wirst sie mal kennenlernen, Nico. Sie ist was ganz Besonderes. Ich bin sicher, das ist sie. Ich hoffe nur, es geht ihr gut. Mach dir keine Sorgen. Wahrscheinlich verhökert sie gerade den Goldkerub auf dem Schwarzmarkt. Du bist eine verbitterte, zynische Frau, Nico. Das zum Thema, sie ist nicht eifersüchtig, anscheinend doch. Weil sie... Also entweder Nico hat recht und Anna-Maria ist wirklich nicht die, die sie vorgibt zu sein. Und am Ende sind wieder George und Nico das Couple, das ja nicht zusammengehört. Oder sie ist einfach nur eifersüchtig und mit Anna-Maria ist alles gut. Aber so ganz egal ist es ihr anscheinend doch nicht. Also dieser Pater Nikolas, was glaubst du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Er rief mich an und sagte, du hättest Ärger am Hals. Ich habe meinen Koffer am Flughafen von Istanbul in Empfang genommen und als ich ihn später öffnete, war das Nonnenkostüm drin, eine Adresse und Anweisungen für mich. Ich habe genau getan, was man mir gesagt hat. Na, wenn das keine Weltpremiere ist. Ganz wie in alten Zeiten, was, Nico? Ja, bis zum Stehkragen in Schwierigkeiten. Aber echt. Vielleicht wärst du lieber kuschelig irgendwo in einer Bibliothek. Mit Lobino zum Beispiel. Kuschelig mit Lobino? André. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht, sagt sie auch noch. Ja, sie legt, glaube ich, aber auch sehr viel Wert auf ihn, weil er, also es muss man ja André lassen, dass er immer wie so ein Satellit wirklich in ihrer Nähe ist, für sie da ist und sie nicht verlässt. Ne? Er ist halt einfach in ihrer Stadt, in ihrer Nähe und George ist mal in Amerika, dann ist er wieder in Paris gewesen, dann war er wieder weg, so, und pff. Auf André kann sich halt ein bisschen verlassen. Aber wenn man an den letzten Teil denkt, dann hatte er doch jetzt auch die neue da. Er ist doch hier mit Dingens, der Jacqueline, da zusammengekommen. Wie hieß die denn nochmal? diesem Emo-Mädel, mit der hat er doch angebändelt, oder doch nicht? Oh nein, ich hab aus Versehen geöffnet. Nico, was treibst du hier? Mal ganz ehrlich. Ich bin hier, um dir zu helfen, George. Du weißt, was ich meine. Woher wusstest du, dass ich in Schwierigkeiten stecke? Nun, Pater Nikolas hat mich angerufen. Und ich dachte mir, wenn ich dir nicht helfe, tut es keiner. Das hat also nichts zu tun mit einer Story, die du verkaufen willst? George, bitte. Natürlich, wenn da am Ende eine Story bei rausspringt, wäre ich ja blöde, sie nicht zu schreiben. Aha.
Beides halt, ne? Aber ich kann es auch verstehen. Ich meine, er macht da auch eigentlich einen ganz anderen Job und jetzt jagt er da wieder irgendwelchen Artefakten hinterher. Dann darf er ihr doch keine Vorwürfe machen. Ich finde es mega toll, dass sie ihm halt wieder hilft. Das bedeutet aber auch, dass sie so ein bisschen ihn verfolgt, ne? Aber sonst wüsste sie ja gar nicht, dass er in Schwierigkeiten ist. Überhaupt sind wir ja jetzt wieder mit George hier dabei. Und wir haben halt auch alle unsere Sachen wieder, weil wir aus dem Gefängnis entkommen sind. Aber wir mussten die gar nicht einsammeln. Wozu sind wir jetzt aber hier? Irgendwas können wir hier machen. Leb wohl, George. Und da sagt sie einfach nichts. Oh. Oh. Also Anna-Maria und ich hatten Schock. Zimmer 304. Ein Eckzimmer. Das muss dann das da drüben sein. Ich bin da einfach rausgestolpert. Ich habe jetzt wirklich kurz einen Schreck bekommen, dass er da irgendwie runterfällt oder so. Ja. Kann er hier sich um diese Dings drumrum? Oh, er geht einfach runter. Ja, okay. Dann kletter mal weiter. Kann er auch so weit klettern, dass er hier um die Dings drumrum? Nee. Okay. Können wir uns hier irgendwo runterlassen? Weiter, weiter. Okay. Beatrice. Ah ja, Beatrice, genau. Beatrice! Die gute Beatrice. Also wir können uns da runterlassen, aber warum? Müssen wir... Ah, können wir uns hier so hin? Dann kletterst du da rüber. Geh mal hier hin. Ja, und dann weiß ich auch nicht. Dann hier hin. Und dann runter. So, jetzt sind wir schon mal auf der Seite. Nee, ganz runter wollte ich gar nicht. Geh mal hier so lang. Oder steht jemand? Sergeant, er ist hier. Oh nein. Direkt weggebasht. Also da müssen wir aufpassen. Ich merke schon. Das heißt, wir müssen hier deswegen langhangeln, damit er uns nicht sieht. So sieht er uns nicht. Und dann kommen wir an dem vorbei. So, und hier kannst du dann hoch. Und dann weiter. Ach so. Und dann sind wir hier. Ja, prima. Gut. Er ist nicht selbstmordgefährdet. Das ist doch schön. Sich nicht aus dem Fenster gestürzt. Oh, was liegt denn da? Nimm's mit. Nehme ich lieber mal mit. Nimm mal lieber mit. Anna Marias Rosenkranz. Auf der Rückseite des Kreuzes steht Memento Mori. Finde ich aber cool. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas hier. Ist hier noch was? Aber die Musik ist so schön. Ich bin da beim Eimer. Was ist das denn? Eine Kreditkartenabrechnung. Mhm. Irgendwas zu berichten, Wachmann? Nein, Sir. Nichts. In Ordnung. Ich übernehme jetzt. Oh, oh. Aber Sir, ich habe meine Befehle. Und ich gebe Ihnen neue. Raus. Oh nein. Ah, Mr. Stobart. Bleiben Sie ganz ruhig. Pater Nikolas? Genau. Ihr Lieblingspriester. Und auch Bulle, oder ist das auch nur eine Verkleidung? Bulle? Nein. Irgendwer aus dem Gefüge des militärischen Geheimdienstes der Türkei? Schon eher. Also sind Sie Agent? Würden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Ganz einfach. Als Sie nach Istanbul kamen, haben Sie einen Alarm ausgelöst. Eine Mafia-Verbindung. Oha. Im Topkapi wurden Sie dann zum Terroristen. Oha. Aha. Und schließlich wurde mir klar,
dass sie nur ein Schatzsucher sind. Da haben Sie recht. Eine romantische Beschäftigung. Sie spricht meine dramatische Seite an. Schön, dass Ihnen die Show gefallen hat. Auf jeden Fall sind Sie jetzt frei. Sie können gehen. Bitte. Keine Wachen unten. Keine Probleme. Aber was ist mit Anna Maria? Sie wurde entführt. Wie dramatisch, Mr. Stobart. Entführt? Hohoho. Wohl eher abgehauen. Oder vielleicht hat sie einen neuen Verehrer gefunden. Wer weiß, Sie haben ein anderes hübsches Mädchen gefunden. Also vergessen Sie sie. Nein, so ist das doch gar nicht. Gehen Sie jetzt, Mr. Stobart. Ich kann Ihre Freiheit nicht lange garantieren. Ob er wohl die Wahrheit gesprochen hat? Alles wieder gut hier? Na gut. Du hast es geschafft! Yay! Mevlut oder auch Pater Nicholas hat mir geholfen. Wirklich? Ich erzähle es dir später. Ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden. Damit könnte ich Anna Marias Adresse rausfinden. Na. Wo läuft er denn hin? Ich mach gar nichts. Ich hab meine Hände hier. Nichts weiter drin. Soll ich raufgehen? Macht das Spiel sich jetzt selbstständig oder? Weil. Okay. Möchtest du raufgehen? Ja, geh rauf. Also wir können jetzt trotzdem wieder raufgehen und uns hier umgucken, aber eigentlich sollen wir das ja nicht. Da können wir raus. Ja. Ich glaube, das geht eher um diese Kreditkartenabrechnung, dass wenn man die da noch nicht gefunden hat, dass man wieder zurückgehen kann. Immer schön die Hände da, wo wir sie sehen können, genau. Eine Quittung für etwas, das am Flughafen Leonardo da Vinci gekauft wurde, mit Anna Marias Unterschrift drauf. Ja, können wir dann mal anrufen? Oder so? Können wir uns verbinden? Kredit. Ah, jetzt können wir die Firewall. Ah, jetzt geht das wieder los. Ja. Er war aber viel leichter. Viel, viel leichter als der letzte. Ganz ruhig. Anna Maria wohnt also in Rom. Das hat sie nie erwähnt. Nico, ich hab sie. Eine Adresse in Rom. Vicolo Serves Marite, 128. Ui, der teure Teil der Stadt. Dann schauen wir doch mal nach, ob sie zu Hause ist. Ja, ein bisschen biestig ist sie. Bisschen biestig. Aber ich kann nicht verstehen, wenn ich mit George zusammen gewesen wäre. Ne, dann kommt er auf einmal mit einer anderen zusammen. Was sagt man dazu, George? Du hast dich in eine Frau verliebt, die mitten im Herzen der romantischsten Stadt der Welt wohnt. Aha. Zu dumm, dass sie es dir nie gesagt hat. Du hast irgendwie einen gewissen Hang zur Grausamkeit entwickelt, Nico. Mega schön. Mega cool, mega schön, aber warum sieht Nico so aus wie Anna Maria mit hellen Haaren? Rede mal mit mir. Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Oh, wobei denn? Wobei denn, George? Weiß ich auch nicht. Oder wenn man sich sie so an... Ich meine, sie ist so eine attraktive, schöne Frau. Warum will er sie denn nicht mehr? Was ist mit ihren Haaren passiert? Die sind so komisch. Also richtig wie Nico aussehen tut die nicht. Für mich hat die genau dasselbe Gesicht wie Anna Maria. Oder jedenfalls ein sehr ähnliches Gesicht.